Unser nächster Gast ist Jürgen Wirth, Anderlan von der gleichnamigen Liste. Guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Wofür genau steht eigentlich Ihre Liste? Wir stehen in erster Linie für die Grund- und Menschenrechte, die in den letzten Jahren beschnitten worden sind, für die Selbstbestimmung für Mensch und Land und dann natürlich für den Einsatz für die Südtiroler Bevölkerung. Selbstbestimmung beschnitten worden, inwiefern, Herr Wirth an der Land? Ich glaube schon, dass wenn der Staat so weit geht, dass er einen medizinischen Eingriff vorsieht, damit man weiterhin arbeiten kann, dann hat da schon das Selbstbestimmungsrecht auch für den Menschen dann aufgehört und auch die Grund- und Menschenrechte wurden verletzt. Und das sollte in Zukunft sicherlich nicht mehr vorkommen. Wie kann man das vom Landtag aus steuern? Sollten Sie gewählt werden? Ich glaube schon, wir haben ja die weltbeste Autonomie. Ich glaube, Trentino hat das ja auch vorgemacht. Die hatten viel geringere Maßnahmen. Wir waren ja da Musterknaben sozusagen in Südtirol. Und ich glaube schon, und auch der schwedische Weg zum Beispiel, der ja sehr oft kritisiert worden ist, ich denke, das war die beste Lösung. Heute haben wir mit diesen Problemen alle zu leiden, sei es in der Sanität, weil wir kein Personal mehr finden. Vorher haben wir das alles entlassen, obwohl wir schon zu wenig hatten. Und ich denke, so etwas darf nie mehr passieren. Selbstbestimmung nicht nur bezüglich der Gesundheitsversorgung im Land. Selbstbestimmung ist sowieso ein großes Thema, das Thema überhaupt auf Ihrem Programm. Was noch liegt Ihnen da am Herzen? Ja, zum Beispiel jetzt auch Migration. Also Autonomie heißt ja nichts anderes als Selbstbestimmung, dass wir selber das verwalten können. Und ich glaube auch, dass wir das alles besser machen könnten wie Rom. Natürlich braucht es dann auch in Südtirol andere Politiker, die ein bisschen mehr Eier haben. Und dann sich da auch durchsetzen und sozusagen, wir haben einen einzigen Auftrag sozusagen für das Südtiroler Volk zu arbeiten. Und wenn wir heute die Selbstbestimmung für die Migration hätten, dann könnten wir sagen, so jetzt ist mir erstmal genug. Also wir kommen mit diesen Fällen, die wir hier im Land haben, nicht mehr zurecht und deshalb werden wir auch keinen einzigen mehr aufnehmen. Freistaat, ein Thema für Sie? Ich glaube, das geht zu weit. Ich glaube, wir haben die Autonomie, die sollten wir ausbauen. Freistaat könnte die nächste Lösung sein, aber erstmal müssen wir schauen, dass wir die Selbstbestimmung und die Autonomie wieder zurückholen. Was sämtliche Themen angeht, Sie haben viele Themen aufgelistet. Wie meinen Sie das? Was die Selbstbestimmung angeht, also Ausbau der Autonomie allgemein. Genau, allgemein der Ausbau. Wir haben in den letzten Jahren ja zusätzlich verloren. Es kann ja nicht sein, dass jetzt Brüssel und Rom entscheiden darüber, ob wir hier Wölfe und Bären haben und was wir mit diesen machen. Aber ich glaube auch, das ist alles ein bisschen bewusst eingesetzt. So auch das von der Migration her. Wir brauchen einfach ein schwaches Volk, so können die Regierenden mit uns umgehen. Aber ich glaube an mein Südtiroler Volk, das haben wir schon in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, in den letzten Jahrhunderten, dass wenn es schlecht um unser Land gestanden ist, da sind die Südtiroler aufgestanden und da fordere ich dann auf, Zukunft das auch zu tun. Also 5 Jahre demonstrieren? Nein, nicht unbedingt, aber ich glaube schon, dass ich eine gewisse Fähigkeit habe, was ganz wenige haben. Also ich kann schon Leute bewegen. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren bewiesen. Bin dafür auch vor Gericht gestanden, aber das war es mir wert. Es sind natürlich einige Bestimmungen, da hängen wir von der EU ab. Da könnte man auch als autonome Provinz nicht viel tun. Wollen Sie öfter nach Rom reisen dann? Sollten Sie gewählt werden? Sollten Sie überhaupt in eine Spitzenposition kommen? Ja, man sieht ja, wir sind ja abhängig von dieser EU. Auch Giorgia Meloni, die ja groß angekündigt hat, also die Migration zu stoppen, genau das Gegenteil ist der Fall. Und warum? Weil einfach Italien noch 200 Milliarden Euro von Brüssel zu haben hat. Und da wird halt die Ursula von der Leyen mal die Giorgetta anrufen und sagen, hör mal zu, du musst so und so machen. Aber ich denke schon, dass wir als Volk in erster Linie die Aufgabe haben, unsere Bevölkerung zu beschützen, unabhängig von Rom und Brüssel. Es gibt Themen, die den Menschen am Herzen liegen. Das ist das leistbare Wohnen zum Beispiel und besseres Auskommen mit dem Einkommen. Sind das Themen, die Sie auch prioritär angehen wollen? Ich glaube schon. Also ich bin jetzt nicht der Fachexperte dafür, aber ich glaube, da haben wir in Südtirol sehr viele gute Lösungsvorschläge. Nur die werden dann im Endeffekt nicht angewandt, weil in erster Linie leistbares Wohnen haben wir ja, nur nicht für uns Südtiroler. Das ist das Hauptproblem. Wer sonst? Ja, ich glaube, wenn man jetzt meine Heimatgemeinde hernimmt, ich bin immer ein Mensch, der mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Und wenn in Kaltern eine 100 Quadratmeter Wohnung für 1,3 Millionen an einen Schweizer verkauft wird, dann läuft hier etwas falsch. Ich glaube, hier könnte man eine Zweitwohnungregulierung einführen, was ja schon in einigen Teilen in Tirol draußen zum Beispiel stattfindet. Natürlich sind wir ein sehr sensibles Gebiet in Südtirol. Wir haben ja wenig Bebauungsfläche sozusagen. Aber das sollte man dann auch erleichtern, unseren jungen Familien. Die sollten hauptsächlich gefördert werden. Es kann nicht sein, dass 40 und 60 Quadratmeter Wohnungen gebaut werden und dann auch noch subventioniert. Wir sollten da in erster Linie schauen, dass wir größere Wohnungen subventionieren, dass unsere Südtiroler sich dann auch die Kinder leisten können. Herr Jürgen Wirth an der Lahn, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vergeiß Gott.